Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 11. März 2020. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, in Anbetracht der aktuellen Lage weiß man ja gar nicht mehr, was man denken soll oder woran man sich halten soll. Ich denke, vielen von uns geht es im Grunde so. Ich habe ja gestern im Video darüber auch gesprochen, über Meinungen. Und deswegen wissen wir auch jetzt mit der Krise, auch mit dem Virus, ist man natürlich unsicher darüber, welche Meinung wohl der Wahrheit am nächsten kommt. Ist es nun gefährlicher als gedacht oder ist es Panikmache? Darauf gibt es auch von meiner Seite keine klare Antwort, nur in die Richtung, dass wir uns tatsächlich auf unser Herz verlassen sollten. Wenn mir mein Herz, wenn mir mein Gefühl oder man könnte auch sagen, meine Intuition sagt, ich verreise zurzeit nicht oder ich steige nicht in einen Zug oder ich meide irgendwelche Großveranstaltungen, jetzt auch ohne, dass die Politik was sagt, dann folge ich einfach meinem Herzen. Deswegen muss ich mich ja nicht selbst als überängstlich sehen, so, sondern es wäre ja im Grunde regelrecht blöd, gegen seine eigene Intuition zu handeln. Wir sehen ja hier an diesen Konstellationen im Steinbock, und ich habe das ja auch in verschiedenen Videos schon thematisiert, dass wir hier eben mit einer großen gesellschaftlichen, kollektiven, aber auch persönlichen Krise zu tun haben, die sich ja auch in den nächsten Tagen und Wochen noch steigern wird, dadurch, dass hier Jupiter und Pluto zusammenkommen im Steinbock und dass ja dann auch Mars. Man schaue vielleicht das Video über März 2020 auf meinem anderen Kanal, dass hier auch Mars im Steinbock über all diese Planeten noch rübergehen wird, sodass davon auszugehen ist, dass in den nächsten Wochen, wie auch immer es konkret aussieht, die Krisensituation sich noch zuspitzen könnte. Und für uns alle ist es natürlich im Grunde auch eine Krise, in der es darum geht, bewusst zu bleiben mit den eigenen, wie gehe ich mit den eigenen Ängsten um, wie verhalte ich mich? Denn oftmals ist es ja so, dass ja unsere inneren Fähigkeiten wie Vertrauen etc., Empathie, ja, im Grunde erst dann ja wirklich geprüft werden, wenn es zu krisenhaften Situationen kommt, weil wir erst dann ja sehen können, wie reagiere ich dann eigentlich wirklich, weil vorher ist ja oft alles noch eher ausgedacht. Zur Astrologie, der Vollmond ist vorbei, der Mond ist abnehmend, läuft hier durchs Zeichen Waage. Wir sehen ja, dass sich alle Planeten, außer der Mondknoten, ist auch kein Planet, hier zwischen Mars und Venus aufhalten, also in weniger als 120 Grad des Tierkreises, also in weniger als einem Drittel stehen alle Planeten. Der Mond ist also hier in der Waage so eine Art Spannungsherrscher zurzeit. Und der Mond macht ja dann aus der Waage heute auch, heute und in der Nacht zum Morgen, macht er Quadrate, also durchaus herausfordernde Aspekte hier auf die Steinbockplaneten. Das Quadrat zum Mars, damit geht es dann heute los um 13:06 Uhr. Und damit werden natürlich diese ganzen Geschichten in Frage gestellt. Mond in der Waage hat ja sehr viel mit Begegnung zu tun. Und in vielerlei Hinsicht sind ja die Begegnungen eben ja auch durch den Virus, stehen ja auf dem Prüfstand so ein bisschen, ne? Wie begegne ich anderen Menschen? Meide ich sie? Wie ist es mit Körperkontakt etc. etc. Und andererseits wird es vielleicht auch überall Menschen geben, vielleicht jetzt im Anfang sogar mehr seelisch als körperlich, die vielleicht auch unsere Hilfe, unsere Fürsorge brauchen. Wie gehe ich dann mit diesen Herausforderungen und Verantwortlichkeiten eigentlich genau um? Ja, dann heute Abend geht es dann weiter. Um 20:48 Uhr steht der Mond im Quadrat zu Jupiter. Und dann um 1:41 Uhr im Quadrat zu Pluto und morgen früh um 9:12 Uhr im Quadrat zu Saturn, bevor dann der Mond um 10:28 Uhr morgen in den Skorpion wechselt. Das heißt, so heute über den Tag bis morgen kommt hier der Mond in Quadrat zu diesem Planeten und da werden wir höchstwahrscheinlich dann auch immer wieder. Diese Themen werden dadurch sozusagen auch deutlicher werden oder besser gefühlt werden können.
Positiv ist sicherlich das Sextil der Sonne zum Jupiter, was heute Mittag exakt ist, was auch die Möglichkeit gibt, eben gerade wenn wir auf die Jupiterkräfte schauen, also auf Sinngebung, gibt es hier sicherlich Möglichkeiten, auch innerhalb dieser Krisen und schwierigen Umstände eben auch zu erkennen, wofür das alles gut sein kann, auch für uns persönlich. Und wenn es das die eigene Bewusstheit und das eigene, wie du bereits gesagt, Verantwortungsgefühl stärkt, ist da ja noch viel mit gewonnen. Morgen dann der Mond im Skorpion. Da geht es dann eben ganz klar in den nächsten Tagen auch um Ängste, aber darauf schauen wir morgen. Ich wünsche uns allen einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.